Herzlich herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von So, jetzt haben wir schon mal alle verstört hier direkt zum Anfang. Freunde, die große Rohrdiskussion. Ich hatte schon 4 oder 5 Folgen voraus aufgenommen. Hört einfach auf, über die Rohre zu diskutieren. Mir ist es durchaus bewusst, aber mir ist es kackegal. Ich saug da alles raus, ob das Rohr dick oder dünn ist. Und in Ebene 1 auf 3 und in Ebene 3 auf 1. Und ich erhöhe das Volumen. Leute, das ist super lieb, ja. Und die meisten meinen es auch nett. Die anderen echauffieren sich natürlich wieder und fühlen sich erhaben, weil ihre hohe, gepriesene Intelligenz niemals in irgendeiner Art und Weise erreicht werden kann von einem pöbligen Dummkopf wie dem alten Kreisverkehr, der einen Intelligenzquotienten besitzt, der so gering sein muss, dass er nicht mal versteht, dass ich, der gute Kommentarschreiber, so gut ist. Rolled Eyes Emoji. Ich bin nun mal der allerbeste Turmoil-Spieler aller Zeiten. Und deswegen werde ich das nochmal hier in die Kommentare schreiben, damit es alle sehen können. Vielen Dank dafür. Danke. Danke. Danke wirklich für diese Salbung, die ich unbedingt gebraucht habe. Aber Fakt ist, ich spiele es einfach so weiter, wie ich da Bock drauf habe. Ja, das tut mir jetzt leid für viele Menschen. Und ihr dürft auch gerne weinen. Das ist in Ordnung. Das gesteht euch auch zu. Aber wer eine Meinung hat, muss nun mal auch damit leben, dass andere Menschen andere Meinungen haben. Und wer sagt, das und das ist besser, muss nun mal auch damit leben, dass andere Leute sagen, finde ich nicht. So. Wir sind, wie ich heute auch schon mal wieder in den Kommentaren unter anderen Videos erwähnen musste, das hier ist ein Kanal, wo ich Spaß habe. Der dient der Unterhaltung und nicht irgendwelcher Schwanzvergleiche. Mir ist es egal, ob jemand was besser kann als ich, denn ich bin einfach chillig. Verstehst du? Und desto weniger ich mir Gedanken darüber mache, wie gut die anderen sind, desto besser geht's mir persönlich. Und das ist ein Problem, was sich durch die gesamte Gesellschaft zieht. Ja? Wir sollten nicht immer nur da von Dingen träumen, die wir nicht haben, sondern uns einfach mit Dingen zufrieden geben, die wir schon längst für uns vereinnahmt haben. Das ist doch viel besser, oder? In kleinen Schritten besser werden. Und dann anderen Menschen nicht auf die Eier gehen. Das ist wichtig. So, Freunde. Oh, 96 haben wir hier von Kyle. Ja, guck mal, Kyle bietet hier 96 an. Dann nehme ich das doch, oder? Bei der Left Inc. 96. Richtig geil. Ono hat nichts zu tun hier. William, nee. Ja, ja. Nee, da bleiben wir hier. Left Inc. auf 96. Geiler Scheiß. 66k. Brauchen wir eine größere Herde? Brauchen wir... Ach komm, hier für 5k nehmen wir auch mal einen Zähler mit. Einfach so. Damit wir ihn haben. Damit wir ihn haben, kostet ja nichts. Ne? Tiefe will ich eigentlich gar nicht. Tiefe mache ich nämlich mit Maulwürfen. Darlehen brauchen wir nicht, Diamanten brauchen wir nicht. Ich klicke mal hier drauf. Erstmal holen wir uns Aktien, würde ich sagen, oder? Wer will neuer Bürgermeister werden? Kreis wird neuer Bürgermeister werden. So, was haben wir denn da? 3% oder was? 3%. Ja, meine Güte. Hauen wir nochmal 20k raus hier. Zack, nehmen wir mit. Ist mir egal. 9% habe ich. Ja, was wollen die anderen jetzt machen? Stehen doof da. So sieht's aus. Ich gebe mein ganzes Geld aus, denn nur wer investiert, der kriegt auch was raus. Ja, dann würde ich sagen, wir wollen wahrscheinlich dahin. 34, 34. Nö, dann will ich das haben. Wenn das alle haben wollen, will ich das haben. Wow! Die haut raus! Die haut raus, hier, die junge Dame. Wunderbar, wunderbar. Das ist doch geil. So. Noch irgendwas? Brauchen wir noch was? Größe? Spilltimer brauche ich nicht. Nee, komm. Auf die Größe kommt es mir nicht an. Die Dicke des Rohres ist mir ganz egal. Du kannst ja mal so probieren, damit jetzt nicht alle immer rumheulen. Ist das Grundkonzept ist mir schon durchaus bewusst, Leute. Wirklich. Und das ist auch nicht böse gemeint jetzt, ne? Da fühlen sich jetzt natürlich wieder irgendwie Leute wahrscheinlich böse angesprochen. Das ist auch nicht böse gemeint, ne? Das ist alles ein bisschen ironisch, ne? Macht euch da keinen Stress. So, guck mal. Dann machen wir das nämlich so. Dann können wir hier noch eine Abzweigung machen. Machen wir das hier so. Dann stelle ich hier noch direkt hier so ein Türmchen hin. Dann kann man den Onkel hier nochmal andippen. So. Können wir direkt verkaufen hier. So, schauen wir mal. So, dann holt mal Geld rein hier, ganz fix. Bisschen Geld. Ich will nämlich, hier ist noch eine Quelle. Hier ist noch eine Quelle. Komm, was ist los hier? Echt noch ein Pferd? Ja, komm. Investieren wir mal erstmal noch in ein Pferdchen.
So, da rechts ist 94. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ne? Die Kurse, die können hier fallen und steigen und fliegen und neigen. Und 97. Dann hier rüber, bitte. So. Naja, das kann ich mir jetzt gerade nicht leisten hier, ganz einfach. Aber wenn es hier was für einen Dollar gibt, nehme ich das mit. So schaut's aus, so schaut's aus. Komm, macht's Kading jetzt oder was? Kading? Ein paar Mauli-Mauls. Noch hier einen noch reinsetzen, hier noch einen reinsetzen, hier noch einen reinsetzen. Dollar 2 sind wir. Ja, flippity dippen wir doch nochmal rein. Zippity zoo. So, schauen wir mal, was hier abgeht. Dann grabt mir den Kram mal frei hier. So, hier ist doch auch nichts mehr am Start. Da ist noch was am Start. So, machen wir das Volumen einfach mal größer. So wie das Volk es begehrt. Oh. Ja, da kommt jetzt nichts, weil ich hier keine Dollar habe. So, rein da. Hier könnt ihr da mal ein bisschen härter absaugen, bitte, danke. Komm schon, mehr Dollars. Ich brauche hier mehr Dollars. Okay, das wird so nix. Fünf Horses. Alle bitte verkaufen gehen. Ich brauche hier mehr Dollar. Ich hau die Kohle raus. So, Wagen größer machen. Jetzt habe ich schon ein bisschen viel rumgespritzt für heute, aber hey, was soll's. Mauli Mauls. Bisschen Kleingeld noch für die Maulwürfe hier. What the fuck? Der will's jetzt aber richtig wissen hier, hä? Der will's richtig wissen, Leute. '96, da bleiben wir. So, guck mal, was hier für ein Druck auf dem Rohr. Oh! Diamant. Diamonds are the Christ's best friend. Oh, der Kurs. Scheiß auf den Scan. Sind Diamanten? Ja. Nee, ach, da kloppen wir uns doch nicht hier um einzelne Monate, Leute. Da kloppen wir uns doch nicht drum. Haut die Soße raus. Ist doch egal. So, weil Fakt ist, wenn ich die Rohre jetzt alle dicker mache auf 2, dann pumpt er halt hier schneller den Saft raus. Da juckt es mich nicht, ob hier ein Strich dazwischen ist. Also ich sehe hier nichts mehr. Was geht hier ab, Leute? Ich hau hier die Scannerkohle raus, ich glaub's nicht.
Warte mal, die buddeln auch da, wo schon gebuddelt ist? Das finde ich jetzt so ein bisschen komisch. Aber das wird alles sein. Das ist nämlich auch jetzt nicht so ein lukratives Feld, ne? Deswegen warten wir jetzt mal einfach, was passiert. Und ich bin ganz ehrlich, Leute, auch die 1000 Flocken da am Ende, wenn ihr jetzt früher fertig bist, ja, meine Güte. Das ist alles für Leistungsträger. Ja, das bringt mich im Leben nicht weiter. Ich habe die Aktien, das ist das, was zählt. Dann bin ich der Bürgermeister und dann kann ich die Leute hier schön unterdrücken. Was jucken mich denn bitte ein paar Cent? Ich bin Ölmogul. Ölmogul. Deswegen hau ich noch mehr raus. Oh yeah. Kann man immer hier unten mal so ein paar kleine Scans machen zwischendurch. Einfach mal gucken kann, was passiert. Bin immer noch bei 96, ist gut. Ne, falls sich da dann irgendwann mal noch eine Lage öffnet, das kostet jedes Mal hier ein paar hundert Euro, ein paar hundert Dollar. Viel weniger kostet jetzt so ein Maulwurf auch nicht, ein Hunderter. Ist nur so jetzt hier, falls sich unten noch was auftut, sind wir hier auf der besten Seite im Moment. 96, 98, hier steigen die Kurse. Also raus damit. Das Ding ist leer gelutscht, wir haben Juli. Ja, ich glaube, da kommt nicht mehr viel hier auf der Karte. Das pumpen wir mal jetzt hier leer. Viel mehr Horses brauche ich da jetzt nämlich auch nicht. Nur noch auf den Kurs achten. 1,22, guter Kurs. 25, bester Kurs. 24, da brauchen wir nur noch warten. Da brauchen wir nur noch warten, bis die Kohle fließt, Leute. Ja, da und der 96 fällt. Dann gehen wir hier wieder drauf. August. So. Da sehe ich nichts. Da sehe ich nichts. Da ist noch was drin. 1,10. Ja, voll. Raus mit dem Zeug. Raus mit dem Zeug. Brauchen wir nichts sparen. Brauchen wir nichts sparen. Hier, zack. Nochmal weg damit. Der hat auch noch einen Spritzer. So. So, Fakt, unterm Strich ist es völlig egal, wie dick welches Rohr auf welcher Höhe ist. Das Feld ist leer, der Diamant gehört mir. Profitmeister to the max, extraordinär. So, bitteschön. So, wir ziehen wieder um. Dieses Mal geht es in die Ebenen. Die Profitables aber schwierige Naturgas haben. Okay. Jetzt kommst du mit diesem Gas, ne? Oh, ich habe nicht geguckt vorher. Hier ehrt viele Diamanten, oder? Platziere ich mich mal neben ihm. Dafür neue Maschinen, um Gas zu nutzen. Möchtest du wissen, wo die Gasvorkommen befinden? Ich trainiere Maulwürfe, um es zu riechen. 15 Gas auf Maulwurf. Zack. Left-Verbindung. Ach, da können wir es direkt dann reinpumpen mit dem Gas. Irgendwie so war das doch, ne? Ventile. Okay, jetzt wird es wieder ein bisschen complicated. 40.000 kann ich mir gar nicht mehr leisten, Alter. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Hab ich gar nicht drauf geachtet. 2%, was zahlt man denn da so? Keine Ahnung. Oh, was? Ich wollte gerade drücken. Naja, komm. Schleicht er sich damit 2% ein. Pff. Er hätte mir bestimmt, ne, 70, 62, ne, okay. Bringt mir alles nichts, okay, okay. Wir gehen erstmal ganz locker rein. Ich kann jetzt eh keine Direktverbindung. Und alles andere spillt ja dann sowieso nur. Außer Öl, um diese Länder Gasvorkommen. Falls du ihn bohrst, wird das Gas nur hohem Druck entweichen und das ganze Öl mit sich. Händler also vorsichtig, ja, ja. Ja, ja. Wir alle wissen. Kreis macht eh, wie er will. Warum rennst du jetzt hier rüber?
Oh, wow. What? What geht ab? What? Okay, guys. Hier ist gerade ein aktuell ganz guter Kurs. Da sind überall Gasvorkommen. Das Gas bringt mir im Endeffekt eh erst was mit Direktanschluss, ne? Vorher bringt mir Gas nichts. Also mit Gas kann ich den Austritt beschleunigen und ich kann den Preis, glaube ich, steigern, ne? War das nicht so? Wenn ich jetzt Gas direkt hier reinpumpe, geht der Preis, glaube ich, hoch, oder? War das so? Ich glaube, das war so gewesen. Dollar 6. Dollar 6. Und ich sag vorhin noch, größere Silos brauchen wir gar nicht. Okay, einer muss mal eben verkaufen gehen. Wir wenigstens noch ein paar Dollar zusammenkriegen, obwohl das ist auch Quatsch. Nehme ich mir halt ein Darlehen, wenn es gar nicht anders geht. Pumpen alles schön rein, das ist ja der Todeskurs hier. Ist ja der Todeskurs. Kann das Spiel nicht einfach so einfach wie am Anfang bleiben? Komm, gib nochmal 500 Dollar. Ich kaufe mal noch ein Silo. Madiger Kurs. Jetzt passiert gerade gar nichts. Es ist März und niemand bohrt, Leute. Ich warte, bis die voll sind, die Silos. Vorher verticke ich hier gar nichts. Okay, die rechte Seite sieht jetzt ein bisschen angenehmer aus. Hier steigt der Kurs, hier steigt der Kurs. Können wir noch ein Pferdchen leisten? Jetzt holen wir uns das Geld. Jetzt holen wir uns das Geld, Leute. Das war ein beschissener Start in den Tag, muss ich ganz ehrlich sagen, aber was soll's. Könnt ihr hier schön absaugen. Boah, 1,43, was geht, Alter? 1,46, mehr Pferde, mehr Pferde, mehr Pferde. Und 1000 auf Pferde. So. Boah. Boah. Das ist erst April, also noch ganz ruhig, ganz ruhig. Das ist für den Kurs, Da geht's weiter. Oh, da ist noch so ein fettes Ding, oder was? Alter. April. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich mir da lieber noch ein... Oh doch, da hole ich mir lieber noch ein... Da hole ich mir noch einen zweiten Turm. Da hole ich mir noch einen zweiten Turm. Der geht direkt straight darunter. Da liegt ja Geld ohne Ende.
82. Mieser Kurs, Bro, mieser Kurs. Komm, machen wir mal hier den Lord Scanelord. Hier ist nur Gas. Ist auch nur Gas. Ah, da ist noch einer. Da verlängere ich das Rohr hier. Ich denke, wir haben genug investiert jetzt. Ist das nicht ein wunderschöner Tag? Es ist so wunderschön. Es ist so unglaublich gut. Es ist Juni. Habe ich noch Platz für ein Silo hier irgendwo? Nee. Eins, fünf, ja komm. Für über einen Dollar. Obwohl, es reicht auch. Juli, okay, dann gehen wir mal wieder runter. Ach, Kacke, nee. Okay, kein Platz für Silos. Warum habe ich das Silo-Upgrade nicht gekauft? Ich hatte, glaube ich, nicht mal mehr genug Geld, aber okay, was soll's. ist ein guter Kurs. Aber bei Left Inc. ist ja gar nichts los im Moment. Ist ja pfft. Öffnen und Schließen von Ventilen kostet Geld. Warum mache ich hier nicht eigentlich weiter? Ich kann auch ein bisschen abscannen hier. Es ist dieselbe Höhle da, gell? $9, da können wir ein bisschen mehr reinpressen. Da ist doch noch einer. Guck dir den an. Ach. $10. Machen wir alles leer hier. Kann ich den gleich verdoppeln? Geschissen, wo das gleich alles herkommt hier. Der Saft muss fließen. 98. Hey, der Kurs, der Kurs. Sag doch mal einer was. Mensch, ihr sitzt da und guckt.
So, alle Quellen leer gesaugt. September. Na komm, warten wir mal noch. Vielleicht kriegen wir da nochmal was über einen Dollar. Haben wir noch die Silos eben voll. September. Ich schätze mal, hier ist nichts mehr. Nee, okay. Ich sehe auch nichts Verdächtiges mehr. Pumpen es erstmal in die Silos. Holen uns noch ein paar Dollar ab am Ende und dann jetzt los. Jetzt los. Jetzt könnte ich theoretisch. Es ist Oktober. Noch das Ventil einfach schließen. Es reicht ja, wenn das da alles auf den einen Turm jetzt geht. Mal größer machen hier? Ja. Hä, wie kann das sein? Ich habe auf der untersten Ebene die Rohre auf 3 gemacht und jetzt auf einmal ist viel mehr Druck hier auf dem Rohr. Das ist aber merkwürdig. Verstehe ich gar nicht. Laut den echten Spielregeln ist es gar nicht möglich. So, schauen wir mal. Oh, der Kurs, er steigt, er steigt, er steigt. Wir haben erst November, wir haben Zeit. So, jetzt abpumpen und raus damit. Bei 1,40, ey, da können wir... Können wir easy vercheckern, Leute. Easy. So. Was? Wie kann das sein? Er hat früher beendet? Er hat das gesamte Öl gefördert? Und das trotz seiner schlechten Rohrmanagements? Ach du meine Güte, wie ist das denn möglich? Da müssen ja Cheats im Spiel sein. Er hat auch noch den meisten Profit gemacht? Nee, es kann überhaupt nicht sein. Er hat die Rohre doch wieder falsch gebaut. So, Freunde, und in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen... Nehmt das nicht so ernst, gell? Nehmt es nicht so ernst, das Leben. Es ist alles Spaß, es ist Unterhaltung. Wir haben hier eine schöne Zeit zusammen und dafür bin ich euch ewig dankbar, Leute. Und so schmalzig das klingt, aber ich find's geil, dass wir alle gemeinsam... bisschen Spaß haben. Und das reicht am Ende des Tages auch. Also lächelt, seid glücklich. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Macht's gut, bis dahin, auf Wiedersehen, reingehauen und ciao mit au.